Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit unserem Let's Play von Cosmote. Und ja, dann geht's schon rein und ja, mal schauen. Wir sehen uns gleich im Game. So, da befinden wir uns auch schon im Game drinne. Wartet ganz kurz, das kann kurz dauern. So Leute, da befinden wir uns auch schon. Und wir hatten ja letztes Mal hier aufgehört. Und ja, wir werden mal ein bisschen weitermachen. Wahrscheinlich werden wir ein paar Galaxien heute wieder einnehmen. Ich glaube, wir reisen nächstes Mal dahin wieder. Und ja, mal schauen. Wir werden wahrscheinlich heute wieder nur eine Galaxie schaffen. Und ach du Erlese, das viel. Ja, dann schauen wir mal. Und übrigens, nach diesem Let's Play habe ich auch vor, eine gemoddete Version zu finden. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, aber ich schieße einfach das Ding da. Ich weiß echt nicht, was schlau ist. Wir haben aber auch Schaden. Nee. So. Jetzt bleibt denn eigentlich nur noch das. Ja, gut. Ich glaube, die haben unsere ganze Front hier zerstört. Guck mal. Ich geh mal näher ran. Puh. Das ist ein bisschen mehr Schaden. Naja, ist manchmal echt schwer zu aimen, ey. Komm, flieg schneller! Das war ein bisschen spät reagiert. Weil jetzt fliegen ja wahrscheinlich eh gleich die ersten Raketen. Hier, der erste. Aber naja. Und ich würde sagen, ich kämpfe erstmal dagegen. Komm dagegen. Ich würde ungern das zerstören. Nein, zerstört das da. Weil sonst fliegen die mal so quer, Alter. Gar nicht so viel zerstört. Nur ein bisschen mehr angreifen. Oh, Hilfe. Und ach du Heilige, da habe ich jetzt ein bisschen verpinnt. Aber naja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf das Schild, weil das ist etwas. Oh, ich kann mich sogar drehen mit Dingen. Ah, cool. Wie viel Schaden haben wir erlitten? Wahrscheinlich viel. 200 geht. Ach so. Ja, gut. Können wir aber refinanzieren. Ah, das Geräusch nervt, ey. Ich habe da so eine ganz blöde Idee. Jetzt habe ich mich schon wieder gedreht. Ey, das ist aber auch eine Kacke, ey. Das wird so in die Hosen gehen, aber naja. Dafür bin ich bekannt. Und ich wundere, meine Stimme ist heute auch nicht gerade beste. Und übrigens, noch kurz zur Info. Ich werde jeden zweiten Tag wie immer noch Videos hochladen, aber nicht am Samstag und am Sonntag. Heißt also nur am Montag, Mittwoch und Freitag werde ich nur Videos hochladen. Das solltet ihr euch merken. Und ja. Ja, das reicht ja auch. Und der letzte dort hinten. Ich habe sogar heute zwei wahrscheinlich. Zwei Galaxien.
Utz. Entweder wir bauen uns direkt da durch oder wir machen erstmal die hier kaputt. Ja, lass erstmal die kaputt. Zweiten. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Wir müssen die beiden zerstören, aber einer. Das ist hart. Zerstört. Komm, da geh. Warum fliegt der so bekloppt? Okay, welche Schäden haben wir? Ach du Heilige, das überleben wir nicht lange. Könnte sein, dass uns das heute wir scheitern werden. Warum fliegen die auch so bekloppt, Alter? Komm, du musst es zerstören. Ja, jetzt haben wir sie besiegt. Aber wir werden so viel Geld zahlen müssen. Komm, Schuss. Oh, die haben uns ganz schön. Infrastruktur steht aber noch, weil diese Betriebe und so. Alter, ich glaube, es wird Zeit für eine Baufolge. Also, wir müssen ja nur ein bisschen bauen, ey. Zum Glück. Aber wir brauchen dringend mal. Also, in der nächsten Folge machen wir definitiv mal eine Baufolge. Und warte ganz kurz. Da bin ich auch schon Profi. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Nee. Guck mal, wie viel wir dafür zahlen müssen. Das. Und wir werden so weit mal wie wir kommen und dann mal schauen. Ach du Heiliger, Alter. Der ist nah. Komm, flieg hin. Nee. Ist das unangenehm. Schieß da durch. Komm, durch. Fuck. Zerstör das. Positionier dich dahin und jetzt schießt da voll keine Trophäen. Perfekt. Ja, haben sogar keine Schäden gekriegt. Perfekt. Der Schilde. Unangenehm. Das ist unangenehm. Ich weiß ja halt nicht, ob es besser ist, auf die Kanonen zu konzentrieren oder nicht. Man auf jeden Fall am meisten Schaden. Jetzt runter zum Schiff. Ohne Schäden. Really? Ohne Schäden, Alter. Aber ich bin so am Überlegen. Hier so eine fette Kanone vorne ran zu knallen. Bin am Überlegen, Alter. So, Leute, da ist die Aufnahme gerade abgekackt und ja. Ich bin eben gerade am
Hallo, danke. Überlegen gewesen, ob wir hier was hinbauen. Alter, dieses blöde, Alter, wer hat diese Steuerung gemacht, ey? Wir brauchen natürlich jetzt auch das, ja. Ja, nee, lass ich so. Ah, ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht. Besatzung passt ja noch. Ja. Ich weiß nicht. Ja, ist die Besatzung aber zu wenig. Wo steht ich? Mein ganzes Schiff besteht gefühlt nur aus Dingens hier, Besatzung. Ja, gut, passt doch. Das sollte wäre heikel, weil die können halt beide angreifen gleichzeitig. Ich. Heiliger, habe ich gerade auf meine Tastatur geklopft. Ich würde erstmal sagen, die hier und dann geht's weiter. Kostet mich doch Spaß, ne? Leute. Ich muss mal ganz kurz mal an, warte kurz. So, Leute, und jetzt ist ein bisschen leiser. Weiß nicht, ob er es mit dem linken Tausch hat. Und jetzt ist der da. Los, fliegen! Schade, dass es nicht so eine Mod gibt, wo man Schiffe entern kann oder so. Naja. Sorry, Leute. Das halten wir definitiv nicht lange durch. Schieß durch. Fuck, der hat zwei Hauptkerne, Schieß da drauf. Wer wird so fett versagen? Auch Schutzschilde sind schon gefallen. Fuck. Ja. Wir haben verloren. Schade. Ja. Das war's. Also durch zu retten. Kann ich überhaupt noch was anklicken? Nee. Ach du Heiliger. Keine Sorge, ich habe vorher auch gespeichert, aber. Ciao. Okay, jetzt müssen wir erstmal wegfahren, danke. Tja, Leute, das war's mit dieser Folge, weil ich meine, wir wurden einfach vernichtet. Einfach mal entspannt. Puh, das, muss ich lassen? War Respekt. Schiff kaufen. Ist es das? Ja, perfekt, das ist es. Ja, Leute. Ich habe bisher nochmal neu gespawnt. Aber es ist beschädigt. Wir versuchen es noch einmal. Wenn nicht, wir haben noch drei Versuche, knapp drei Versuche. Ach du Heilige. Ja, schwer beschädigt ist es.
Perfekt. Ja, haben sie einfach auseinandergenommen. Allein diese kurze Zeit, wo da, das war so heftig. Tja, Leute, das soll es heute gewesen sein. Und ja, ich werde nur ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen die Verteilung ausbaue. Offscreen. Und ciao, ciao, euer YouTuber.